Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brief Edge. Nach der aufregenden Folge beim letzten Mal mit dem Bossgegner sind wir nun auf der Reise, ja, zum letzten Modul, würde ich jetzt mal sagen. Und ich weiß gar nicht, ob uns die Waffen angegriffen haben am letzten Mal, wie wir dort rausgeschossen sind, nachdem wir ja nochmal angegriffen worden sind. Und jetzt muss ich nur gucken, wo wir da andocken können. Weil bei dem letzten Modul, bei dem Boss da hinten irgendwo, ja, irgendwo da haben wir ja ganz gut einfach angedockt. Jetzt muss ich nur wissen, wo das hier ist. Ich glaube, das ist da vorne. Wo, das ist da? Ich bin mir nicht sicher. Ich fliege jetzt erstmal hier. Mein Gott, war das aufregend in der letzten Folge. Ich bin immer noch hin und weg. Es ist ja, puh, Wahnsinn. Hier sieht nicht so aus, wie wäre hier eine Schleuse, oder? Nee, ich glaube, das ist auf der anderen Seite. Ich weiß auch nicht, ob wir das Nummernschild aber mitgenommen haben. Das funktioniert ja anscheinend ja nicht. Ich glaube, wir werden bestimmt immer noch anvisiert, ne? Das Freund- und Feind-Modul? Ja, wir werden immer noch anvisiert. Oder? Also rot werden die Kanonen. Kann ich hier irgendwo andocken? Ja, wir werden immer noch anvisiert. Wo docke ich denn hier an? Gar nicht oder was? Oder? Doch, da oben vielleicht? Hier sieht's aus, als könnte man hier andocken. Puh. Das hat ja so gut geklappt, wie beim letzten Mal. Wir müssen nämlich immer noch dieses Anti-Asteroidenschutz herstellen. Unsere Main-Quest quasi. Huch. Oh. Alter Schwede. Holy fuck. Was ist aber denn jetzt hier? Hallo. Apparently, we won't find any survivors here either. Oh, essen könnte ich mal, ne? Wenn ich gerade einmal dabei bin und hier Essen finde, gönne ich mir mal eine Wasserflasche. Da ist schon wieder so ein Auto. Ach, wie lustig. Hey, a door. How unexpected. Wie unerwartet, eine Tür. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, wie aufregend das alles ist. Wieder was Neues. So, da gucken wir mal. This container seems familiar. Isn't it the capsule containing one of those ugly Gauchigan hybrids that you irresponsibly launched to the surface of the planet? I hope it was empty already, because there's no sign of the mutant itself. Mit den Kuhhybriden. Huhnhybriden. Ach du Kacke. Sag mir nicht, hier sind noch ein paar Aliens unterwegs, die wir noch besiegen müssen. Ich bin noch geschädigt von der letzten Folge. These tracks don't bode well. Ich lasse jetzt ein paar Sachen erstmal liegen. Ja, obwohl, die zwei tun jetzt dem Inventar auch nicht weh, ne? I can't imagine how hard the blow was. Ja, der Anschlag war wahrscheinlich stark. Lass mich raten. It seems to be the only way to get to the military shuttles. I suggest we turn back and try to find a safer place to loot. Antigravitation installieren, was? Scannen? Warte mal. Was für eine Antigravitation? Neue Blaupause. Antigravitation, bitte was? Gravitationsmodul viermal. Induktor, Kompensator und zweimal Batterie. Ach du heiliger Strohsack. Da werden wir ein paar Ressourcen brauchen, ne? Ich nehme ja auch nochmal alles mit, was wir haben. Vor allem die veredeltes Metall werden wir viel brauchen. Aber ich glaube, wir haben alles zum Bauen. Würde ich jetzt mal frei behaupten. Okay, gibt es noch ein paar Ressourcen? Ja, Aluminium, nice. Sehr schön. Plastik nehme ich auch nochmal mit. Metall, warum nicht? Was für Arme haben wir? So, da gucken wir doch nochmal. Ich stelle mich mal hier hin, dann wollen wir nur immer nur einmal rumdrehen und alles. Also, wir brauchen
Gravitationsmodul viermal. 1, 2, 3, 4. Haben wir. Dann benötigen wir 2-mal Batterie und 2-mal Kompensator. 2-mal Batterie, 1, 2 und 2-mal Kompensator. Den haben wir, glaube ich, nicht. Den müssen wir, glaube ich, bauen, ne? Induktor und Kompensator. Der Kompensator, wie sieht denn der nochmal aus? Induktor. Müssen wir einen Induktor auch bauen? Ja, können wir direkt bauen. Machen wir doch mal eben. Und einen Kompensator, den hier oben. Da brauchen wir Alkali. Einmal Alkali haben wir, glaube ich, hier drin. Ja. Brauchen wir den mal eben. So. Dann haben wir ja eigentlich alles. Geht ja doch schneller als gedacht. Ja, guck an. Antigravitation. Einen Zünder hätten wir auch bauen können. Naja, gut. Ehre. Den Rest lagere ich wieder ein. Was wir nicht brauchen. Oh yeah. Aha. Okay, nicht so viel Platz. Ja. Ich drücke mal die falsche Taste, Entschuldigung. Wir haben aber tatsächlich so viele Ressourcen gut gesammelt, die wir echt brauchen, ne? Also hat der Flexi in der Vergangenheit echt gut vorgearbeitet. Guck mal an, brauchen uns keine Gedanken machen. Ich bin immer noch, ich muss sagen, ich bin auch schwer begeistert hier über diesen Dietrich von der Tür, von dem Bossgegner. Es ist halt so schön. So. Aber ich denke, das Spiel ist darauf aus, dass man hier die richtigen Ressourcen findet, die man benötigt. Sehr schön. Ach, ein Traum. Das heißt, wir installieren das mal. Benutzen. Oh Gott, wo kommen wir denn jetzt hin? Ich mache nichts, das macht er automatisch im Übrigen. Ich kann mich nicht bewegen. Er fliegt automatisch durch den Gang. Jetzt darf ich mich wieder bewegen. Ist ja cool. Ein Kompensator, den nehme ich mit. Das erinnert mich gerade unheimlich an Alien Isolation mit den Schächten und dann so mit diesem Glibber da drin. Ihhh. Bitte jetzt kein Alien. Ist das eine Alien-Hommage? Okay, da liegt noch ein bisschen Aluminium, ne? Nehm ich mal mit. Ich frage mich, was wir jetzt hier finden. Finden wir hier noch das letzte Mikroplasma, was wir brauchen? Bestimmt, ne? Stimmt, werden wir jetzt das letzte Mikroplasma finden. I've detected some signs of an unknown infection on this body. According to Intergalactic Regulation Number 6, you must take some samples. Okay. Oh, Stoff. Ein Medipack. Untersuchen. Eine Nasenprobe. Was? Nasenabstrichprobe. Ja, zu Corona-Zeiten wurde das, wird in der Zukunft das so gemacht, ne? So mit dem Haken. Eine Probe des Nasensekrets des Opfers. Da es keine medizinische Ausrüstung gab, wurde es mit einem rostigen Nagel aufgenommen, der in der Nähe lag. Aber wen interessiert das? Obwohl ich nicht glaube, dass diese Probe jemandem helfen wird, schadet es nie, zu vorsichtig zu sein. Schön. Interessant, okay. Bitte was? Oh nein, gab's hier ein Alien oder so? Hilfe. There was a real massacre here not so long ago. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seltsames Ei. Was? Es sieht aus wie ein seltsames Ei. Vielleicht könnte etwas daraus schlüpfen, aber aus irgendeinem Grund will ich das Huhn nicht darauf setzen. Schön.
Oh nein, kommt hier noch ein Bossgegner? Judging by the tangled footprints leading from the cabin, the mutant attacked these unfortunate fellows and got drunk on their blood, which had a lot of something alcohol containing in it. Oh nein, ist es eine mutierte Kuh? Es ist eine mutierte Kuh, oder? Sag mir, dass es eine mutierte Kuh ist. Was ist das denn? Ein Glasöffner. Bier, was? Ach, schön. Alter, warte mal eben. Mal eben ein Lied weitermachen. So, was steht da vor dem Hintergrund der weltweiten Emanzipation der Frauen? Beunruhigte die Fähigkeit eines einfachen Glasgefäßes aufgrund der unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten von Männern und Frauen zu öffnen. Die Aktivisten, Feministinnen, Professor Scharow meldete sich freiwillig, um das Problem zu lösen und schuf dieses Wunder der Technik, wofür er lebenslange als schmutziger Frauenhasser abgestempelt wurde. Schön. Verstehe ich gar nicht. Was? Itbier, trinken Sie etwas Schäumiges. Bleiben Sie klug und nüchtern. Ich frage mich tatsächlich, ob in, wenn man das auf Englisch spielt, ob die Plakate dann auf Englisch sind. Wie das so ist. Geht das heutzutage, dass die Plakate sich dann auch also anders lesen? Frage ich mich halt. Mega. Aber ich finde, bei so einem Survival-Game auf Deutsch sollte schon sein, weil es gibt so viele Sachen, die man, wenn man zum Beispiel der englische Sprache nicht mächtig ist, so wie ich zum Beispiel auch, nicht hundertprozentig alles verstehe, ist es schon... There's a chance that these are the only survivors besides us and your interlocutor with a strange accent. To be more precise, they were the only survivors until you launched the capsule with a mutant at them. Ist es schon wichtig, viele Sachen zu verstehen, weißt du? Und das ist, das wäre schon viel, 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 viel besser. So, warte mal, ich mach mal eben hier an. So. Weil wenn du dann in Englisch hast, ein bisschen am Rumexperimentieren, am Rumexistieren und weiß nicht, was das jetzt Spiel jetzt von dir will und so, ist es immer nicht so schön. Klebeband, Isolierband. Was eine Seltenheit. Nehmen wir das mal mit, vorsichtshalber. Und schon wieder ein Auto. Und schon wieder hier zum, warte mal, extrahieren. Da brauchen wir ein Reparaturwerkzeug. Ah, nehme ich mal mit. Was wir haben wir, ne? Und nochmal Isolierband. Davon haben wir nicht so viel. Sag mir nicht, wir brauchen noch einen. Nein. Okay, ich kann mir da nichts machen. What the? Run! Es ist eine Alien. Es ist eine Alien-Hommage. Oh, wie cool. Oh, wie geil. By the way, we found the shuttles. Oh, wie geil. All the shuttles are damaged. However, we only needed their armor plates in the first place. I don't understand mutant language. Alter, was? But it definitely wants to kill us. Was? Wie geil, oh, ich liebe das Spiel. Oh, wie cool. Oha. Oh, wie cool. Oh, da hinten ist es, oder? War es da hinten nicht? Nee. Oh, wie cool, eine Alien-Hommage. Oh, wie süß. Ich bin ein großer Alien-Isolation-Fan. Oh, wie geil. Oh, wie cool. Ja, ich beeil mich. Ja, ich beeil mich schon. The shuttle is under repair. We need to examine it. These sounds aren't good. Looks like it's the control panel for the jack. Hier, Buchse, ich kann's nicht nutzen. Oh Gott, was muss ich? An armor plate that we can use to close the hole in the core. They haven't schießt die Kammer, loaded. Was? You need to tear off the brackets and lower the jack. Kann ich das nutzen? Kann ich darauf schießen? Geht das? Hat das funktioniert oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Hat er jetzt gesagt schießen? Jetzt muss ich mal eben schnell gucken. Es ist eine Panzerplatte. Müssen Loch im Kern verschließen können. Ne? Vollständig verschweißt. Wir müssen die Halterung abreißen. Ach so. Aber wie reiße ich die ab? Da muss ich erstmal drankommen. Warte mal, mit dem Schaber vielleicht? Ah, nee. Ah, okay. Das hat geholfen mit der Waffe. Oh Gott. Oh Gott. Das wird nicht reichen, oder?
dass wir in ihm Leben reichen. Wir haben nur noch 18 Strom. Oder? Oh Gott. Okay, ich nehme den Schaber wieder auf die 1. Alter Schwede. Schön. Ein Traum. Ich kann nicht mehr. Oh, wie geil. Ich liebe das Spiel. Ah, oh, wie schön. Judging by the remains of the mutant, the plate is really heavy. Are you sure it doesn't look like we can carry it? This is Stärke benötigt 900, was? You don't have any strength at all. It's time to go back. Diese Mechanik ist in einem anderen Spiel. I hope it was the only one here. Eirohr, was? Es war eine Alien-Hommage. Oh, wie schön. Okay. Puh, so, Ah, wie schön, eine Alien-Hommage. Ach, ein Traum. I don't know what this monster would have done to us if it had caught up with us. But did you see its terrible animations? Ja. I've never seen anything like it. It's definitely the most creepy creature in the universe. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, wie cool. Das sieht echt so ein bisschen aus wie Alien hier. Mega. Soll ich mitnehmen? Ah, ich lass mal. It looks like a technical corridor. We can use it to go back, so we won't have to crawl through the ventilation system. Some more traces of slime. The mutant clearly used the technical corridors. By the way, I wonder how many mutants survived the flight to the planet. Ja. Oh Gott, wie lang ist denn der Korridor? Huch, was war das denn? Ah, Gummi. Ah, here's the way out. Probably. And yes, I was right. Okay. We got back to Normandy. Great. I recommend that we get out of here as soon as possible. We can't install any armor plates. We can't steal any shovels. So we have nothing else to do here. Ja, aber... By the way, while we were running from the monster, someone patched up our hole and put armor plates on the hole. Probably it's the local repair team who worked on it when they noticed the identification marks on Captain Shepard's ship. So it turns out that we could have stayed in the shuttle all this time. Ja, aber ich muss das Dings noch bauen, was ich nicht bauen kann, weil mir fehlt noch... Ah, hier. Mikroplasma. Davon habe ich nur einmal Mikroplasma. Ich habe nur einmal Mikroplasma. Wo habe ich das überhaupt? Habe ich das hier reingetan? Hier, ich habe nur einmal Mikroplasma. Hm. Sollte erstmal weg hier, ne? Ja, diesen Ort sollten wir auf keinen Fall nochmal besuchen. Wo ist denn nochmal der Anfang gewesen? Weil da war doch auch so ein Shuttle. Vielleicht hätten wir da auch dieses Mikroplasma abbauen können. Verdammt. Jetzt muss ich aber wissen, wo das war. Ai, oi, oi. Wahrscheinlich gab es da Mikroplasma ganz am Anfang. Jetzt muss ich aber erstmal wissen, wo das war. Verdammt. Diese Kuppel. Ah, mit dem grünen Raumschiff. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal hin. The automatic maintenance team compartments were located on the outer plating of the liner. No wonder they survived. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist, ist das da hinten gewesen? Dort? Oder wo war das? Puh, 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 puh. Oder wo war die grüne Kuppel? Ich meine, das war irgendwo hier die Richtung. War das da oben? Da, ich glaube, da war das gewesen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das da irgendwo in so einem grünen Schiff drin ist. Also in das grüne Schiff, wo wir waren. Falls ihr euch entsinnen könnt. Dass wir es da hätten rausholen müssen. Dieses Mikroplasma. Aber wieso wurde uns das Spiel da angezeigt? Bei dem einen Raumschiff, dass wir es da rausholen können. Und hier nicht? Hm. Strange. Dann düse ich halt hier nochmal eben schnell hin. Und dann gucken wir nochmal. So.
Also für die Leute, die sich fragen, wann kommt denn mal wieder eine Folge Tschernobyl? Ich weiß nicht, wenn die Folge rauskommt, ob ich wieder welche aufgenommen habe, weil aktuell bin ich so lieber im Reef Edge Fieber und werde danach noch ein bisschen was aufnehmen an Tschernobyl, wenn ich schaffe, weil es ist tatsächlich so ein bisschen stressig auch alles und ich möchte mir da jetzt nicht so den Spielspaß nehmen, wenn ich alles so halt so unter Stress mache. Deswegen würde ich alles so ein bisschen in Ruhe aufnehmen. Vielleicht jetzt erstmal Brief Edge zum Ende bringen oder so. So, jetzt lass mal gucken, weil da hinten war ja so ein Schiff gewesen. Ob wir das dort finden. Nein, aber nicht wundern, falls, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, ihr dürft euch nicht wundern, wenn mal eine Folge nicht kommt oder so. Bei Brief Edge halte ich mich tatsächlich dran alle zwei Tage. Das klappt ganz gut. Das kriege ich einigermaßen hin, so im Voraus aufzunehmen. Oh, da, guck mal, da ist jetzt eine Kuh abgebildet. Lul. Genau, aber nicht wundern, genau wie American Truck Simulator, wie gesagt, kam ich jetzt auch nicht dazu. Aktuell, auch mit dem Stream, sind jetzt ein paar Streams ausgefallen und wie gesagt, wenn die Folge raus ist, ist ja wahrscheinlich schon wieder ein paar Tage her, wenn ich das gesagt habe. Aber dürft euch da nicht wundern. So ist das nun mal, wenn man, ja, jemanden Neues hat. Oder was heißt jemand Neues, wenn man jemanden kennengelernt hat, muss man natürlich auch Zeit damit verbringen und es ist ja nur ein Hobby und ja, trotzdem möchte ich es nicht vernachlässigen, denn dann wird man ja unglücklich und dann wird man unhappy, sage ich mal, und das ist ja auch nicht so schön, das möchte ich auch nicht, deswegen möchte ich auch ein bisschen spielen und so. So, komme ich hier rauf schon? Nein. Ich hoffe, wir finden das da. Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt guter Dinge. Wäre jetzt so meine erste Idee gewesen. Vom grünen Universum hier, dieses grüne Schiff. So. Das Ding war ja hier oben immer. Kann ich... Ah, sammeln. Ach, guck mal. Tatsächlich. Ich werd bekloppt. Ja, großartig. Ja, dann haben wir ja alles. Ja gut, ist jetzt nicht so schlimm, aber gut, dass wir nochmal hier zurückgereist sind. Somit haben wir das. Was ist denn das da unten mit der Kuh jetzt? Ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht wissen. Aber wir können theoretischerweise dann jetzt komplett die Normandie reparieren, oder? Heißt das dann, wir könnten theoretischerweise auch wieder zurück zu unserer Station? Müsste ja eigentlich stimmen, ne? Ah, die Wege sind so lang. Und ich bin froh. Ich meine, ich dürfte mich nicht falsch verstehen, ne? Ich bin ein großer Fan von Multiplayer-Spielen. Ich mag Multiplayer, aber nicht jedem Spiel tut ein Multiplayer gut. Ich meine, ich könnte mir das hier vorstellen, so zusammenzuarbeiten, so tralala im Survival. Aber ich bin froh, dass das ein Singleplayer nur ist, das Spiel hier. Denn viele Spiele, die einen Multiplayer haben, sind auf Singleplayer-Basis viel, viel cooler, finde ich. Ne? Und ich finde, das macht hier auch viel Spaß, weil wenn du im Singleplayer bist, tauchst du viel intensiver ein in so eine Welt. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich viel, viel intensiver in so eine Welt eintauche und ja, mich hingeben kann und ja, so vermische und das erleben kann viel intensiver, weil Multiplayer lachst du dann und erzählst so Dinge über den Alltag noch zwischendurch, weißt du? Und da kommst du nicht so rein in diese Materie. Deswegen finde ich Singleplayer immer besser. So, was brauchen wir denn dafür noch? Achso, ich hole mir jetzt erstmal die Sachen. Nein. Das brauchen wir zweimal. So. Magnet und Induktor. Oh, ein Induktor. Warte mal. Plastik, zweimal Kabel. Plastik, zweimal Kabel. Lass mal eben bauen. So. Und dann brauchen wir jetzt einen Induktor und was war das noch? Und ein Magnet. Okay, Magnet war hier oben. Da.
Zack, sehr schön. Ja, nice. Hätten wir zwar schon eher bauen können, Entschuldigung, ist wieder mein Fehler, aber gut, so ist das nun mal, ne? So ist das nun mal. So, jetzt müssen wir es installieren. Das wird installiert wo? Hier. Sehr schön. Geht zur Beschleunigungsstation. Da hinten. It looks like Normandy is fully prepared for another acceleration. That is, if the friend or foe system works and we are not destroyed on our approach to the accelerating station, of course. Dann, würde ich sagen, 6 Kilometer zur Beschleunigungsstation. Oh mein Gott, das Schiff ist komplett ausgestattet. Komplett und fertig. Holy Jesus. Das heißt, wir könnten theoretischerweise ja auch so eine Reparaturstation wahrscheinlich auch bei uns bauen, weil diese... Jetzt habe ich in den Kommentaren noch gelesen gehabt, dass man diese Fahrzeugmodule, die man ja bauen kann, quasi... ja, für Fahrzeuge ist, dass man die da drin wohl hinstellen kann oder parken kann oder wie auch immer. Kann man bestimmt auch so eine Reparaturstation bauen später. Das ist ja noch sehr, sehr interessant. Also richtig, richtig cool. Mega. Ich frage mich auch, ob die anderen Welten, wo man hinreisen kann, auch so groß sind. Und was da noch alles ist und was da... alter Schwede, das ist... Puh. Aber cool. Waffen-Shuttle, Waffen-Level 3 haben wir. Wir haben fast 1000 Reparatur oben. 949 haben wir Schutz. Ah, jetzt kommen wir dahin, da hinten. Wo wir schon mal waren. Wir haben die Systeme der Normandie repariert. Wir haben alles geschafft. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben alles hinbekommen. Es scheint noch nicht aktiv zu sein, die Beschleunigungsstation. Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Das, aber gut, wir haben ja da hinten schon aufgeräumt. Das heißt, es dürfen da keine Särge mehr rumfliegen. Ich hoffe, das unleserliche Nummernschiff hilft wirklich. Ja, wir schauen mal. Ich weiß noch nicht, wo wir genau hinfliegen müssen. Die Hand ist so groß, die Iron Fist. Ja, es übernimmt nichts. Oh nein, da sind noch mehr Särge. Oh nein. Ich dachte, die wären weg. Nein! I can't tell what part of the ship this is, but there's something going on here. All my senses are ready. Oha. Hallo? So, huch, hoffe ich, soll es jetzt nicht schlecht geworden dadurch, dass ich mich so viel gedreht habe. Aber gut, dass wir einfach repariert haben, unser Schiff. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir von den Dings nicht angeschossen werden, aber müssen wir jetzt irgendwo andocken oder wo müssen wir hin? Werden wir denn... Ah, es funktioniert, okay. Docke an die Beschleunigungsstation an, neue Aufgabe. Inaktiv, aber intakt. Wahrscheinlich kein Strom, oder? Schlage Ort finden. Oh, okay. Hier wären wir bestimmt so nicht drangekommen. In der letzten oder vorletzten Folge. Untersuche die Beschleunigungsstation. Eine Säge. I think they could have come up with something more interesting than that. Soll ich dir was sagen? Ich bin's mal richtig gemein. Das sehen wir in der nächsten Folge Brief Edge. Danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Tschüss.